Ein weiteres cooles Spiel aus dem Hause der Twitch Prime Games gibt es jetzt, Enter the Gungeon. Es ist ein Spiel, was mal jetzt auf dem richtigen Monitor läuft. Und wenn ich es gleich richtig ausgewählt habe, dann könnt ihr es auch hier im Stream sehen. Von Devolver Digital, von wem auch sonst sollte das Spiel kommen. Willkommen zu Enter the Gungeon hier bei uns bei Gameplay Live, und das ist ein Spiel mit cooler Musik auf jeden Fall schon mal. Und wir schauen uns ganz kurz mal hier das Ganze mal an. Also, Steuerung ist eigentlich klar. Wir können es auch mit einem Controller spielen. Das wird, glaube ich, Pixel Perfect. Das ist doch mal ein wunderschöner Modus. So. Und ich mache die Musik mal ein bisschen leiser, damit ich hier mal ein bisschen lauter drehen könnte und... Ja, okay, wir machen das mal so. Ich schließe jetzt nochmal kurz den Controller an. Wenn er möchte. Möchte gerade nicht der Controller, doch jetzt. Endlich. So, Enter the Gun, und wir können uns jetzt hier jemanden aussuchen. Wir haben hier den Marinesoldaten, der hat was, dann haben wir hier den Piloten, die Strafgefangene, die Jägerin, aber wir nehmen, glaube ich, den Marinesoldaten, denn der hat ja was, ne? So. Nein. Koop? Nein, Koop will ich auch nicht. Guck mal, da ist was. In den Hallen des Wissens begeben, um dich tatsächlich den Handpunch und Geflogenheiten des Ganzens einweisen zu lassen. Okay. Ich soll wohl erstmal hier unten hin, um zu wissen, wie das Spiel funktioniert. Ist, glaube ich, auch verständlich. Fangen halt zu ändern ist richtig, ja, das wollen. Haben wir hier in die Vergangenheit zu ändern, und jetzt haben wir keine Zukunft. Hä? Genau. Wir gehen einfach mal rein und schauen mal,
wie das ist. So. Halle des Wissens, Kammer 1. Einfach mal durch die Türen durch. Beachte meine Worte und ich zeige dir, wie man tatsächlich dieses verfluchte Labyrinth überlebt. Geh weiter durch die Tür, um mit dem Training zu beginnen. Mit A diesen Tisch umzukippen. Okay. Um eine Ausweichrolle zu machen. Okay. Ja. Also ich muss LB drücken. Wo ist die Karte? Was, ich soll LB drücken? Du musst doch die Karte. Ja, Auswahl. Hä? Benutze LB. Hä? Oh, was ist denn LB? Karte. Hä? Nein. Ich habe Xbox-Controller, Leute. Hallo, eigentlich müsste das ja damals funktionieren, ne? Gucken wir nochmal kurz in die Steuerung. Empfohlen 1. War das doch hier nicht auf Controller gelegt? Hä? Entschuldigung. Okay. Controller belegen, ja. Ausweichrolle. Alternative Taste B. Was ist denn noch auf B? Gar nichts. Okay. Das war doch B. Okay. Moment. Moment. Wir machen das anders. Sehe ich das jetzt auf B? Hat er das jetzt gespeichert? Nein, nicht in das Buch. Nein, nicht die Buch. Nicht die Buch. Nicht die Buch. Nicht die Buch. Ja, hat er gespeichert. Okay. Ah! Guck mal, jetzt funktioniert das. Weil ich es jetzt auf B gelegt habe. Mensch, das ist ein Spiel, ne? Zack. Zack, zack. Zack. So schnell kann das gehen. Ich gehe einfach. Du wolltest mir irgendwas sagen, sicherlich.
Aha. Genau. Okay. Sehr praktisch, wenn man was Zeit braucht, um nicht neu zu trainieren. Ja. Okay. War doch nicht so schwer. Okay. Eine Waffe. Yeah. So, RS und RB zum Zielen. Oh Gott. Wisst ihr eigentlich, dass ich Shooter auf Konsolen nicht mag? Mich total falsch gelegt. Das müssen wir nicht auch nochmal ändern, denn der Schuss ist auf einer Schulter, also sollte eigentlich auf einer Schultertaste sein. Und der liegt dann nämlich total falsch. Was liegt denn da noch? Auf RT. Dann gehst du bitte auf RB. Und du bist RT. Weil RT ist einfach viel, viel schöner. Das ist ein Teleporter und okay. Und ich kann den Teleporter nutzen. Okay. Ja, okay, gut. Oh. Okay.
Vielleicht gehe ich da nicht rein. Vielleicht gehe ich lieber erstmal hier lang. Oh! Ich bin tot. Waffe. Die AK-47. Okay. Eine AK-47. Okay. Wenn ihr meint. Ja, ich kann es wirklich kaum erwarten. Okay. Das war doch wohl das, was wir... machen wollten, ne? So. Festung des beifüßigen Kamm. Ein Schrein, der einen Kämpfer überwindet, ist in einer schließlich schließt seine Vergangenheit ab und in der Zukunft und tralala. Oh! Alter. Ach, shit. Dead. Ach, wir sind jetzt wirklich tot? Oh. Nach nur 2 Minuten 21. Oh. Das ist wirklich so. Ich glaube, wir haben einen kleinen Eindruck von diesem Spiel gesammelt. Was das denn so für ein Spiel ist,
Und worum es denn daran geht, das ist nämlich ein wunderschönes Spiel, was man sich mal gerne anschauen kann. Getter, ich hab's gerade schon wieder vergessen, wie es hieß. Hier zum Desktop wollte ich noch nicht, deswegen. Deswegen, könnt's einfach mal selber zocken, gibt es in den Twitch Prime Games. Und wir machen nach einer ganz kurzen Pause wieder weiter mit einem weiteren Spiel, denn wir haben noch genug Spiele überhaupt, die wir hier in dieser Session hier zeigen können. Und das ist unglaublich geil. Also, bis gleich.